Hurra! Ich krieg einen Apfel! Hier, nimm! Ich auch! Hier! Ich will auch! Na, Lech ist auch schon da. Macht schnell! Wir haben wahrscheinlich nur ein paar Minuten. Der arme Teddybär, Tierquäler. Hey, kennt ihr einen Heinrich Steinmetz? Nee, ich kenne nur einen Heinrich der Löwen. Irgendwer? Er ist ein saxonischer Wissenschaftler oder Erfinder oder sowas. Ich suche einen Heinrich Steinmetz. Ist der hier? Was machst du? Bringt ihnen das Wichtigste bei. Schießen, nachladen, was man tut, wenn das Ding klemmt. Denn es wird klemmen, was? Anton? Ja? Die Gewehre im nächsten Waggon. Die sind für deine Leute. Beeilt euch. Aber klar doch. Was zum Teufel ist hier los? Nicht jetzt, Anna. Du hast gesagt, im Zug sind Lebensmittel. Ich sagte Hilfsgüter und noch wichtiger, Hoffnung. Halt! Du verstehst das nicht. Sofort Schluss damit. Wir bewaffnen keine Zivilisten. Doch, genau das tun wir. Die Russwirts könnten uns jeden Moment angreifen. Los! Wir wollten den Hungernden helfen. Du weißt ja. Gib einem einen Fisch und er hat einen Tag zu essen. Heute lehren wir Polania, sich die ganze Fischerei zurückzuholen. Aber diese Leute können doch niemals gegen die Russwirts gewinnen. Richtig erfasst. Sollen sie auch nicht. Verstehst du nicht? Unser Volk gewöhnt sich mit jeder Woche mehr an die Besetzung durch diese Bastarde. Unser Land, unsere Heimat wird verloren sein. Wenn nicht etwas Drastisches passiert. Das Massaker von Kolno. Eine polanische Stadt, die sich nicht mit der Niederlage abfand. In der Patrioten zu den Waffen griffen und bis zum letzten Mann kämpften. Wenn die Russwirts eine ganze Stadt auslöschen, dann bricht die Waffenruhe und der Funke des Widerstands wird entfacht. Dann könnten wir alle Russwirts aus dem Land jagen. Als eine Nation, die geeint kämpft. Wir wollten diese Leute retten. Komm schon, Anna. Die Russwirts haben Janek auf dem Gewissen. Das ist unsere Chance, sie zu vernichten. Ich werde das verhindern. Du würdest nur alle verrückt machen. Das lasse ich nicht zu. Die Männer sehen zu dir auf. Du bist ein Idol für sie. Aber noch besser als ein Idol ist eine Märtyrerin. Tja, das ist ein Universalziegel. Oh, Sie haben wohl alles im Griff. Wer sind Sie? Steinmetz, mein Name. Heinrich, ich hörte, Sie suchen nach mir. Vielleicht also, so sollten sehe ich nicht wir unser aus. Gespräch etwas verschieben. Nein, danke, Fräulein. Warum? Steinmetz, Heinrich Steinmetz und Heinrich der Löwe ist nicht dasselbe. So, das war noch das Outro vom letzten Mal und jetzt geht's mit Kolno im Chaos weiter. Bestimmt wieder in 40 Minuten schaffen. Als der Kampf in der Stadt ausbricht, versucht Anna mit einer von Steinmetz Erfindungen so viele Unschuldige wie möglich zu retten. Verliere weniger als 10 Zivilisten unter deiner Kontrolle. Produziere ausschließlich Sanitäter? Als Herausforderung. Zerstöre ein Serpmeck mit einer Zerstörerkanone. Mhm. Warum sollte man nur Sunnies machen? So ein Schwachsinn. Die können doch gar nicht schießen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich Leute suchen und
eine Basis halten oder so. Und wir haben nicht Lech, ich will Lech haben. Lech ist der bessere Mech. Also der bessere Mech, der bessere Heldcharakter, finde ich. Also Anna kann nur ein bisschen heilen und bis mit ihrem Scharfschützengewehr gegen Infanterie ausrichten, aber sie kann nichts gegen Mechs ausrichten. Sie kann nur gegen Infanterie. Darum mag ich den Lech mir lieber. Obwohl er jetzt ein Arschloch ist, weil er Anna töten wollte. Und sie zur Märtyrerin machen wollte. Ist natürlich ein bisschen unschön. Wir sind zu spät. Mein Gott, das wird ein Blutbad. Wir müssen die Zivilisten retten. Vielleicht kommen wir irgendwo an den russvietischen Truppen vorbei. Nein, müssen wir aber auch nicht. Schnell, bringen Sie möglichst viele Zivilisten zu meiner Werkstatt. Was haben Sie vor? Die Leute aus Kolno retten. Bringen Sie sie her. Ach, das sieht doch schon wieder aus. Wir helfen Ihnen. Schau nicht so. Lech ist verrückt geworden. Unschuldige sterben zu lassen, kann doch nicht die Lösung sein. Danke, Männer. Helfen wir so vielen wie möglich. Also ja? Erstmal wieder durchnummerieren. Eins. Grenadiere stehen zwei, bereit. Ja? Drei. Was können wir tun? Und Sunny, vier. Wie geht's weiter? Achso, hier sind die Zivilisten. Okay, hier sind überall Ressourcen. Aber ich sehe keine Ölpumpe oder so. Wenn ich nichts mitnehme, wird es jemand anders Zeit, tun. Dann hast du nicht mehr. Immer weiter. Ah, wir haben noch Ressourcen, das ist gut. Gewehre werden ausgegeben. Ah, fuck. Jetzt habe ich keine Ressourcen mehr für den Sunny oder so. Sunny hier, Pionier. Damit wir vielleicht noch irgendwas bauen können. Schützen stehen bereit, um für die Republik zu kämpfen. Ja? Okay. Nummer 5 und ja. Da drüben haben wir Deckung. Ja, Sunny bleibt Schützen mal auf hier. Schützen sind bereit, die Heimat zu verteidigen. Arzt ist unterwegs. Ja? Sieht nach einer guten Position aus. Ja? Gut, dann gehen wir mal runter. Mal los. Neue Rekruten? Ah, ein MG würde ich eigentlich haben, aber... Ingenieure werden angefordert. Ich kann mir da einen Bunker bauen oder sowas. Ich mach mich auf den Weg. Hier an die Mauer. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Aufhören! Wir sind keine Soldaten! Können wir nicht bauen. 8200. Wir machen uns auf den Weg. Ja? Oh! Ich bin hier, um euch zu helfen! Raus damit! Oh. Hat jemand Granaten bestellt? Zivilisten retten. Wähle die Zivilisten aus und klicke sie in die Werkstatt. Okay. Bin gleich da. Oh, das ist nicht gut. Russwitz nähern sich meiner Werkstatt. Hä? Ja? Okay. Na schön. Neue Befehle? Er kann immer noch nichts bauen. Warum nicht? Ach so. 10 fehlen. Der Krieg Scheiße. Ist ein hässliches Geschäft. Ich hoffe, lasst uns so viele Polanier durchbringen, wie wir können. Große Russland-Armee. Wir sollten uns von ihnen fernhalten. Wir haben Gesellschaft da drüben. Wo? Oh. Oh, wir müssen zurück. Da drüben! Zivilisten! Haltet den Kopf unten! Nummer 5! Für Polania! Komm, hier brauche ich auch mal ganz kurz. Wir sind keine Soldaten! Wir stehen unter Beschuss! Was sollen wir tun? Na klar. Wir hätten nicht so weit kommen müssen. Hm. Wir leben immer noch. Was brauchen Sie? Hilfe! Was ist das hier? Standardwaffe. Okay, was gibt's? Dann. Granaten! Deckt euch damit du ein! Du bist einfach der beste Wojtek! Schützen verstärkt und bereit. Da drüben haben wir Deckung. Ja? Dann mal weiter. Wir werden alles geben. Ich mach mich auf den Weg. Bereit. Wir suchen uns Deckung. Sanitäter bereit. Ey, wir brauchen mehr Ressourcen.
Weitere Freiwillige? Oh, da kommen wir gar nicht weiter. Rück. Was brauchen Sie? Alles klar. Da ist auf jeden Fall was. Bin gleich da. Gut, das wird da gleich eingesammelt. Aha. Kommt mit uns, wir bringen euch in Sicherheit. Wer sind Sie? Wir wollen helfen, schnell. Na gut, gehen Sie vor. Wir sollten die Leute zur Werkstatt bringen. Allein ist es zu gefährlich für sie. Gut, ja? Komm. Dann. Wir waren noch hier in Sanitätskiste. Hallo Einzelgänger, hol dir die Sanitätskiste. Wenn nicht, dann renn auch zurück. Was gibt's? Oh, ich habe Angst, dass wir gleich wieder angegriffen werden. Verteidigt meine Werkstatt! Ja. Anna, was machst du denn? Menschen retten! Versuche ich zumindest! Ach, ich baue lieber da noch einen von. Polania retten! Aber in größerem Maßstab! Weiter so! Es gibt noch mehr Leute, die uns brauchen! Ich brauche mehr Rohstoff, ist viel wichtiger. Hey, und noch was? Hier. Kanoniere bereit. Geben Sie uns was, worauf wir schießen können. Okay. Neue Befehle für uns? Gibt's ein Ziel? Eine gute Position. Ich höre. Feindliche Einheiten gesichtet. Alles klar. Oh, von der Seite kommen sie. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Greifen jetzt an. Feindkontakt. Zeit für unsere Brüder. Befehl ist Befehl. Einer, zwei, vielleicht auch mehr. Ja, ich komme gleich zu euch. Sie greifen sogar Sanitäter. Hilfe! Ihr Schweine. Machen Sie es kurz. Macht sie fertig. Oh, die Mauer ist gleich hin. Da lebt immer noch einer. Die Tor sind hier, um zu helfen. Alles wird gut. So, Anna. Wie geht's weiter? Da. Ich mach mich auf den Weg. Ich höre. Das wird nützlich sein. Verstanden. Oh, hier ist auch noch was. Was gibt's? Verstanden. Ja? Oder er könnte noch die Granaten Schnappt einsammeln. Euch die Granaten! Grenadiere stehen bereit! Wir sind hier, um zu helfen. Was sollen wir tun? Okay. Ist doch gar nicht durchgelaufen, Mist. Grenadiere in Bereitschaft! Wurde bestimmt unterwegs verletzt. Befehle? Wir kriegen Verstärkung! Wir gehen in den Einsatz bereit! Scheiße, ja. Wenigstens nicht wie auf dem Präsentierteller! Nach dem hier haben wir uns alle was zu trinken verdient. Wie geht's weiter? Diese Angriffe müssen aufhören. Oh, das ist ein MG. Nehmt. Ja? Das kann ich machen. Bereit. Sofort. Oh, wir brauchen noch mehr Ressourcen. Gewehrtruck bereit. Wie lauten Ihre Befehle? Feind wird angegriffen. Befehle? Da drüben. Wie viel ist noch ein Verteidiger? Ja? Scheiße. Erfasse sie! Flammenwerfer! Wir sind bereit! Erledigen wir sie! Wir stehen unter Beschuss! Raus damit! Onkel, bitte, komm mit mir! Es ist nicht zu spät! Nein! Aus der Asche von Kolno wird sich ein neuer, stärkerer Widerstand erheben! Das ist doch Wahnsinn! So wollten wir das nie!
Wir folgen dir, Anna! Feindlinge! Komm zurück! Was? In Richtung! Überprüfen unsere Munition! Ein bisschen Schutz schadet nie. Warum rennt er nicht dahinter? Egal. Eine gute Position. Der hält sich auch nicht so, wie ich es gerne hätte. Wir sind in Kürze da. Aber da brauchen wir auch wieder Ressourcen für. So ätzend. Wir sind hier, um zu helfen. Halt euch mal lieber das selber. Das vielleicht ein bisschen. Grenadiere stehen bereit. Wir gehen in Deckung. Was haben wir noch? Bazooka? Wie kann ich helfen? Na komm, lass. Bin gleich da. Oh, hier unten ist noch was. Ja, wer es findet, darf es behalten. Jedes bisschen hilft. Ach, wohl zwei kommen, nehmen die Bazooka. Haben wir etwa ein Problem? Und Nummer drei macht die nächste Kiste auf. Zu viel als zu wenig. Oh, mehr ist hier dann nicht mehr. Wie geht's weiter? Wir haben Anti-Mech-Waffen mitgebracht. Kanonen bereit. Gut, dann geht mal nach Hause. Bestätige. Ich habe Angst, dass wir irgendwann von Mechs angegriffen werden. Was brauchen Sie? Gut. Ich mache mich auf Kanoniere den Weg. Bereit. Ich habe eine ganze Einheit gefunden, oder was? Ich höre. Dann mal los. Oh, cool. Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Cool, das ist wirklich ein Trupp von mir. Auf dem Weg. Ist ja geil. Können wir auch gebrauchen. Bringt nichts weiter hier draußen zu bleiben. Wie geht's weiter? Wir sind Zivilisten, Anna. Bin unterwegs. Kommt mit mir, wenn ihr überleben wollt. Ja, das wird nützlich sein. Hilfe! Die Russen kommen! Feindliche Einheiten gesichtet. Kanonen bereit. Scheiße. Macht ihn ein Ende, Alter! Kanoniere unter Beschuss! In Deckung! Wir los! Mehrere Feinde unter Beschuss! Scheiße. Wie viele sind das? Feindkontakt! Sie sagen, was ich fehlt euren Sinne! Machen Sie es kurz! Wer ist verletzt? Na dann, erledigen wir sie! Wir haben jetzt Ihre Aufmerksamkeit! Ha! Voll der Grabenkampf hier. Hier wird gefightet, da wird gefightet. Aber die werden lieber rennen jetzt gerade. Ziel erfahren! Wir haben einen Trupp verloren! Bereit zum Abbruch! Auf den Scheiße. Weg! Verstanden! Befehle! Truppen vernichtet! Wer braucht unsere Hilfe? Ich höre! Alles klar! Erstversorger sind eingetroffen. Gibt's ein Ziel? Eine gute Position. Geben Sie uns einfach ein Ziel. Sanitäter bereit. Stillhalten. Ich sehe mir das mal an. Oh. Jemand muss helfen. Was unternehmen. Ich nehme sie ins Visier. Haltet durch. Hilfe! Na, ihr natürlich nicht. Bitte. Weiterlaufen. Los! Idioten. Ja? Beeilung! Bin gleich da. Ich bin noch nicht ganz glücklich mit diesen Scheißärzten. Wenigstens haben wir gute Waffen. Ja? Allein die Vorstellung, mich auf eine Pistole verlassen zu müssen. Was können wir tun? Ist das Gebiet sicher? Ach, dann halt euch, ey. Sanitätspersonal bereit Kanoniere für eine Mission. Bereit. Alles ist auf wieder dem Weg. Grenadiere stehen bereit. Lasst uns aufbrechen. Ihr müsst auf euch heilen. Ihr hört, hier bringt nichts Gebäude. Weiter hier draußen zu bleiben. Gibt's ein Ziel? Ihr müsst alle ins Gebäude. Rein da.
falls wieder Leute von der Straße kommen. Bereit! Ups. Wir sind in Kürze da! Fast geschafft! Achso. Haltet mir die Roswitz nur noch ein bisschen vom Leib! Alles wird Wir dürfen nicht die Hoffnung verlieren. Es muss noch wer am Leben sein. Da kommen die Nächsten. Ja klar, ich kann... Oh. Marsch! Aufbruch! Geben Sie uns einfach ein Ziel. Nehmen jetzt eine bessere Position rein. Ein bisschen Schutz schadet nie. MG-Schützen stehen bereit. Ja, wir sehen's. Gibt's ein Ziel? Bereit Aus. Zum Aufbruch! Suche Deckung! Wie geht's weiter? Bin unterwegs! Feindliche Gruppe gesichtet! Ah, es kommt in den Haufen. Da auch noch. Bin beschäftigt. Jeder Schuss zählt. Eine unserer Einheiten ist in den Veteranen aufgegeben. Okay. Vernichtet. Alles klar. Wir hören. Unser Trupp ist wieder einsatzfähig. Bereit. Bestätige. Kanonen bereit. Bringt nichts weiter, hier draußen zu bleiben. Wir hören. Reservekanoniere melden sich zum Dienst. So. Alle rein da! MG-Trupp ist Mr. bereit! Mr. MG bleibt jetzt auch zu Hause. Nur Wie noch kann Anna ich geht los. Ich lasse den Rest zu Hause. Braucht jemand Hilfe? Warum sind die Kanoniere? Also. Gibt's ein Ziel? Bringt nichts weiter, hier draußen zu bleiben. Grenadiere stehen bereit. Ist alles scheiße hier. Was brauchen Sie? Anna, komm. Wir müssen weiter. Bin unterwegs. Wir brauchen noch Zivilisten. Ich weiß nicht, wie viel wir schon haben, aber es ist zu wenig. Ach, 26 von 50. Ja, geil. Wir sind hier, um zu helfen. Stillhalten. Ich sehe mir das mal an. Ja, mir fehlen Ressourcen. Das ist voll doof. Geht's weiter. Okay, das ist erste Hilfe, das brauchen wir nicht. Da. Alles klar. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Da rein. Da sind sie wieder. Verteidigt meine Werkstatt. Ätzend. Deckung kann nie schaden. Hilfe! Irgendwer! Bitte! Ich hab's befürchtet, ein Mech kommt. Ja. Aufbruch! Hilfe! Irgendwer! Bitte! Wir bringen euch in Sicherheit. Mir nach! Sind wir in Sicherheit? Schießen die überhaupt aus dem Haus? Bereit zum Aufbruch! Wir Alter, ist ja voll ätzend. Ich geh in Deckung! Aufbruch! Unterdrückungsfeuer! Ziel? Bringt sie unter die Erde! Raus unter den Schuss! Nein, nicht so nah! Kanonen bereit! Geil! Wir hören! Pionier! Komm, Pionier! Wo ist mein Pionier? Wer ist ein braver Ist er gestorben? Jetzt habe ich hier einen Mac. Ah, doch. Jedes bisschen hilft! Kanoniere bereit! Kanonen bereit! So, wo ist Anna? Was brauchen Sie? Wer es findet, darf es behalten. Was sollen wir tun? Bin auf dem Weg, ha? Nach Hause laufen. Wir sollten uns von Ihnen fernhalten. Ja? Bin auf dem Weg.
Sie sind direkt da drüben! Na, los! Lauf, Zivilisten! Keine Zeit, mich um euch zu kümmern. Bin auf dem Weg! Geben Sie uns alle rein da! Wir hören! So. Huh? Ein paar gestorben, aber egal. Na klar. So, wo ist Anna? Wie kann ich helfen? Ich gehe besser in Deckung. Ich nehme sie ins Visier. Los, Fassbärchen. Anna. Weiter! Ich nehme sie ins Visier. Diese Angriffe müssen aufhören. Ich brauche mehr Zeit. Bin gleich da. Wenn ich's nicht mit... Vergessen wir das Kämpfen und retten ein paar Zivilisten. Oh, nee. Alles ist wieder gut. Ich bin... Oh. Gibt's ein Ziel? Ja, bereit zum Aufbruch. Ätzend. Eine gute Position. Feind wird angegriffen. Feindliche Einheiten gesichtet. Ja, auf dem Weg. Wir sehen hier einen Gegner. Oh, 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 oh. Zurück. Auf dem Weg. Erledigen wir sie. Keine Deckung mehr hier. Scheißbruch. Ist das ätzend, ey. Oh, Anna kämpft auch. Ja? Was auch immer uns weiterhilft. Die Deckung kann nie schaden. Wir stehen unter Beschuss. Eine ganze Menge von denen. Nein! Nicht schießen! So. Durch! Na, no, Alter, seid ihr tot hier? 17 brauche ich nur. Nein! Nicht schießen! Anna! Schnell jetzt! Es geht nicht anders! Segne sie! Ich gehe besser in Deckung! Ich höre! Sieht nach einem sicheren Ort aus! Auf damit! Anna? Wir sollten uns von ihnen fernhalten. Nein! Nicht schießen! Sie schießt weiter! Was sollen wir tun? Versuche ich mit dem weiterzukommen, ne? Wenn sie es sagen. Nein! Nicht schießen! Bin beschäftigt! Ha? Bin auf dem Weg. Gehen wir. Wie geht's weiter? Wer es findet, darf's behalten. Hm. Die wollen mit mir nichts zu tun haben da. Ja? Okay. Wo ist denn Anna jetzt wieder hin? Was brauchen Sie? Bin unterwegs. Deckung kann nie schaden. Hilfe! Die Russ jetzt kommen! Nein, es gibt's nicht. Ich kann die nicht mehr aufhalten. Bereit! Kanoniere bereit! Unser Trupp ist wieder einsatzfähig. Ja? Wir sehen uns das mal an! Scheiße. Verstanden! Bringt sie unter die Erde! Hat jemand Granaten? Freunde, warum konnten die so schnell nah rankommen?
SMG musste sich wahrscheinlich aufrichten, ne? Und die wollen mit ihnen. Wenn sie es sagen, ja, bin auf dem Weg. Was sollen wir tun? Auch die Straße lang laufen. Aber es sind noch nicht alle irgendwie. Anna muss noch ein bisschen mehr machen. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Gehen wir. So, können wir noch irgendwas heilen hier? Sunny? Wir sind hier, um zu helfen. Stillhalten. Ich sehe mir das mal an. Was brauchen Sie? So, Anna. Bin gleich da. Ich höre. Ich auch. Da sind noch Ressourcen. Wenn ich's nicht mitnehme, wird's jemand anders tun. Ja? Es wird echt knapp. Bin auf dem Weg. Na schön. So. Wir sind hier, um zu helfen. Alles wird gut. Unzureichende Ressourcen. Bereit. Geilo. Ausrücken. Wir holen neue Rekruten an Bord. Mach ich sofort. Gibt's ein Ziel? Auf dem Weg. Reservekanoniere melden sich zum Dienst. Bestätige. Wir sind hier, um zu helfen. Grenadiere stehen bereit. Wir kriegen Verstärkung. Waren die letzten wahrscheinlich. Alles klar. So, Anna. Einer, Junge, da bist du ja. Vielleicht auch mehr. Wie kann ich helfen? Hat sie denn Leute gesehen? Dann mal los. Ich sehe hier eine ganze Menge. Nein! Nicht schießen! Fast geschafft. Haltet mir die Russen jetzt nur noch ein bisschen vom Leib. Los, Anna. Kommt mit uns, wir bringen euch in Sicherheit. Wer sind Sie? Wir wollen helfen, schnell! Na gut, gehen schnell Sie weg. Vor. Wir sollten die Leute zur Werkstatt bringen. Ja. Allein ist es zu gefährlich für Sie. Wird doch gerade angegriffen. Sanitäter unter Beschuss! Bin gleich da! Für die Geier. Sucht nach Verwundeten. Wo sind die Zivilisten? Ey. Was sollen wir tun? Gehen wir. Wir sollten uns von ihnen fernhalten. Vorsicht, da drüben ist einer. Wer ist ein braver Bär? Sehen Sie, mindestens einen. Sie es sagen? Feind wird angegriffen. Was brauchen Sie? Meld Sie nieder. Feindkontakt. Wie geht's weiter? So, Deckung weiter, kann nie schaden. So, war die Basis hier? Die Basis war hier. Ich werde mal einen Blick reinwerfen. Ich hoffe, dass wir es dann geschafft haben, wenn wir die jetzt zurückgebracht haben. Bin gleich da. Ja. Die halten da auch nicht mehr lange aus an der Kreuzung. Ah, Flammenwerfer auf Drop. Scheiß ich drauf. Bestimmt geil, aber jetzt nicht. Wie kann ich helfen? Ich mach mich auf den Weg. Na klar. Was sollen wir tun? Ja. Ich wette mit euch, die Map ist noch nicht zu Ende. Wenn wir bestimmte Zivilisten gerettet haben, geht's erst los. Bin unterwegs. Sieht nach einem sicheren Ort aus. Bin gleich da. Geht in dieses Gebäude. Heinrich kümmert sich um euch. Oh.
knapp, würde ich sagen. Also das waren wohl alle. Naja, alle, denen wir noch helfen konnten. Wie will der Kerl all diese vielen Menschen hier rausschaffen? Da ist die Antwort. Hallo, wie finden Sie mein kleines Projekt? Ein selbstaufblasendes Rettungsboot. Hm. Die Kanonen werden sie kriegen. Was machen wir? Worauf wartet ihr? Es ist der einzige Ausweg. Ich räume den Weg frei. Wer lieber aufs Luftschiff will, jetzt oder nie. Schnell, schnell. Nach dem Abheben kann ich nicht mehr in der Stadt landen. Wenn wir bleiben, haben die wenigstens eine Chance. Ha, na toll. Viel Glück. Wir sorgen dafür, dass ihr heil hier rauskommt. Was? Nein! Zerstören wir die Kanonen. Ah, super. Neue Primärziele abgeschlossen. Kanonen zerstören. War alles umsonst. Wie geht's weiter? Mit 5 Einheiten soll ich jetzt alles da auseinandernehmen, oder was? Ich mach mich auf den Weg. Warum kriege ich jetzt hier 2-mal Sanitäter? Die sind scheiße. Punkt. Dann mal los. Kisten waren. Bin unterwegs. Guck mal, hier querfällt ein, nee, ne? Dann mal los. Feindkontakt. Wir brauchen Hilfe. Es geht nicht anders. Hilfe ist da. Ja, die 2 Einheiten. Aber den Weg nehmen wir mal. Die gehen auch da seitlich nach. Ich bin unterwegs. Ist hier vielleicht noch irgendwo was? Alles ist wieder gut. Mist, da kommen sie. Okay. Keine Grenadiere. Das heißt... MG-Schützen stehen bereit. Wir richten uns da drin ein. Nein, wir kommen nur von vorne ins Haus. Okay, ist mir auch geben recht. Sie uns einfach ein. Bringt nichts weiter hier draußen Kanonen zu bleiben. Alle rein da! Warum schießen die aus dem Haus nicht? Haltet die Augen auf! Wir hören! Aufbruch! Gibt's ein Ziel? Bereit zum Aufbruch! Ja? Warte! Bin gleich da! Na komm, schieß in den Rücken rein da. Nur tote Gegner sind gute Gegner. Gut. Ich mach mich auf den Weg. Dann mal los. Braucht jemand Hilfe? Gut, mehr Ressourcen. Haltet durch! Vielleicht kriegen wir mit. Wäre toll. Hat jemand Granaten mit? Anna, Gott sei Dank. Wo kam das Luftschiff her? Es ja. ist voller Zivilisten. Wir müssen sicherstellen, dass es unbeschadet entkommt. Bin dabei. Besser spät als nie. Lasst uns Jetzt bräuchte man Pionier. Die haben mir übel zugerichtet. Wir müssen doch noch mal kurz Leute töten. Ich nehme sie ins Visier. Der Teddybär, sie töten den Teddybären. Bitte vergebt mir. Oh, den kann ich nicht mehr machen.
davor bewahrt, beschossen zu werden? Weniger Dienst. Mehr, immer mehr. Ist da ein Loch irgendwie oder was? Super. Erst wurden mir noch die Kosten abgezogen. Dann mal los. Zum Heilen und dann sind sie gestorben. Geil. Das ist der fiese Pisse, ey. Kanonen bereit. In Ordnung. Scheiße. Pionier ist auch dabei gestorben. Nice. Kanoniere bereit! Was brauchen Sie? Bin gleich da! Ich überlege gerade, wie beim besten Hier drüben sind Geh drüben! Die erste Kanone! Alles klar! Bringt sie unter die Erde! Unser Beschuss! Also die Kanone kann es nicht kriegen. Eine unserer Einheiten ist in den dritten Rang. Wir richten keinen Schaden mehr an. Los! Nice. Kanoniere unter Beschuss! Wir sind beschossen! Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Mach ich sofort! Ich mach das mich auf werden den Weg. Sie bereuen! Oh, ist das fies, wir haben einen Trupp verloren. Vor allem die verfolgen mich jetzt, ne? Dann mal los, es geht nicht anders! Hat jemand einen Waffen bestellt? Lass los! Ein Gegner, direkt da drüben! Jawohl, der Flamer kommt auch noch! In der Zeit, dann hast du den Weg. Das wird uns gute Dienste leisten. Kanonen bereit. War nicht irgendwo hier bei einer Kirche heilen. Alles klar. Zwei sind noch da. Aber die Kanone ist nicht mehr bemannt, also das heißt, wir gehen. Grenadiere stehen bereit. Wie geht's weiter? Ich gehe besser in Deckung. Alles klar. Wo ist die nächste Kanone? Ah, die sieht sehr gut verteidigt aus. Bin unterwegs. Ich habe jetzt auch keine Lust, Pioniere zu bauen, weil die sind auch nicht billig. Dann mal los. Wojtek, ich hab dich so vermisst. Bin gleich da. Ich sehe hier eine ganze Menge von denen. Vor allem diesmal kann die Kanone sich frei drehen. Das ist das Böse. Ja? Sieht nach einem sicheren Ort aus.
Muss Anna mal so ein bisschen ganz vorsichtig Lockvogel spielen. Weiter! Aufgepasst! Hm. Nein! Ja! Suche Deckung! Auf damit! Ich nehme sie ins Visier! Wir sind bereit! Sind wir das Geschütz mal hier? Feuerbereit! Wir haben einen Überschuss! Feindliche Truppen vernichtet! Sehen Sie! Moho! Scheiße! Achtung! Weiter! Konzentriert euch auf die letzte Kanone! Weg, 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 weg! Weg, haut ab, Rückzug! Ich mach mich auf den Weg! Die Kanone schießt doch gar nicht. Wir haben eine Waffenbesatzung verloren. Bin gleich da. Coole Kanone, nichts macht. Scheiße. Gegner! Ja. Wir werden angegriffen! Nein, vielleicht auch mehr. Da waren wir ja schon. Wir sind bereit! Alte durch! Was soll ich da? Kampf sie erledigt! Kanoniere unter Beschuss! Weiter! Wie geht's weiter? Dann mal los! Wird angegriffen! Scheiße! Machen Sie es kurz, Schnarschlieg! Unter Beschuss! In Bewegung bleiben! Wo ist der andere? Da hinten! Ausweichen! Ausweichen! Raus damit! Ich bin gleich da! Ich hoffe, ich komme da irgendwie hin, ey. Erledigen wir sie! Ich mach mich auf den Weg! Alter, fuck you, ey. Deckung kann nie schaden. Hey, Schöner! Bin gleich da! Ich laufe einfach blind auf die Typen. Hier drüben sind Gegner! Was ist jetzt los? Hä? Ich habe das letzte Geschütz noch gar nicht zerstört. Na gut. Wäre eh knapp geworden mit den beiden riesigen Kack-Arschlöcher Max hinter uns. Ja, aber wenigstens Silbermedaille. Das reicht mir. Silber ist schön. Ich mag Silber. Oh, wir sind Level 6. Und haben einen Titel oder was? Der Titel ist Titel. Das habe ich euch meistens nicht gezeigt, da habe ich meistens schon weggeschnitten. Aber da die Folge noch nicht keine Stunde hat, dachte ich mal, lässt es mal laufen. Jetzt können wir auch mal das nächste Intro für das nächste. Ja, das Outro mal sehen. Ich glaube, es ist immer das Outro. Entschuldigung. Oder auch nicht. Gibt's keins? Schauen wir ab. Ah ne, das Luftschiff. Wir sind ja da unten offen, ja klar. Ich bin damit einer rumgerannt. Wir müssen sie zerstören. Los! Ey, was ist los? Das ist nicht die kleine Dibowski ist. Spielst du immer noch Krieg mit deinem Onkel? Kämpft, Leute! Für Heinrich und alle auf dem Luftschiff! Na klar. Nicht schießen! Wenn Steinmetz da drin ist, dann. Ja. So.
Der will Steinmetz haben. Alter, die haben den Bär getötet. Oh, der lebt noch? Lass das Mädchen laufen. Sie hat nichts damit zu tun. Ganz im Gegenteil. Nur dank ihr darf ich diesem Luftschiff nachjagen. Das ist nur ihr kleinstes Problem. Polania erhebt sich gegen die Russwehrtruppen. Ihr werdet einen Aufstand der Massen erleben. Ah, ja. Das ist ein recht guter Anfang, nicht wahr? Noch ein paar Zwischenfälle wie dieser, dann haben wir im Handumdrehen wieder Krieg. Danke für die Mithilfe. Was? Was soll das bedeuten? Sie wollten, dass wir die Waffenruhe brechen. Jetzt können die Russwirts behaupten, dass sie ja zurückschlagen mussten. Kluges Mädchen. Aber hinter diesem Plan stecken nicht die Russwirts. Die zögern auch erneut, Krieg anzufangen. Besonders jetzt, wo Zar Nikolas von unserer Existenz weiß. Ein Jammer. Wir hätten ihn brauchen können. Wer ist wir? Fenris. Die künftigen Herrscher dieses Landes. Dank der Hilfe deines Onkels. Nein! Was fanden die Leute nur an ihm? War es dieses Niemals-Aufgeben-Gerede? Vielleicht hättest du aufgeben sollen. Dann würdest du jetzt nicht tot in der Scheiße rumliegen. Und du hättest dich nicht in die Weltgeschicke einmischen sollen, kleines Gehör. Verdammt, was ist das? Es ist die... Rückzug! Die Kavallerie. Ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Er hätte sich sicher gefreut, dass sie endlich gekommen sind. Wir sind nicht wegen ihm hier, sondern wegen ihnen. Sie hatten recht. Wir konnten nicht zusehen, wie Unschuldige sterben. Das ist ganz genau, was Zubov wollte. Wir haben alles noch schlimmer gemacht. Er hat gewonnen. Zubov weiß, er kann uns nicht entkommen. Er hat sich nördlich von hier verschanzt. Wir brauchen Zubov lebend. Mir nach! Cool, wie sie das Gewehr aufgehoben hat. Gut, aber die Schlacht geht nächstes Mal weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!